So, hallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg wieder ins Spiel zu unserer Hardcore-Hexenmeisterin. Mal sehen, wir müssten eigentlich ja diese Folge mal sowas wie Level 10 oder so hinkriegen. Ich habe ja auch letzte Folge mit den Gesprächen abgeschlossen, von daher können wir direkt in die Aktion, in die, ja, in die Kämpfe starten, denke ich, wenn mich nicht alles täuscht. Achso, genau, wir müssen ja mit Hedrick sprechen. Oh. Er hat die ganze Nacht damit verbracht. Wenn du etwas nicht kaufen willst, dann fass es auch nicht an. Ich mag es, Mal wenn kurz meine den Waren ganzen sauber sind. Kram verkaufen hier. Ich habe ein paar neue Waren. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat uns gehört. Schmied, Deckard Kane sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau... Sie ist im Keller eingeschlossen, genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es muss getan werden, Schmied. Ich werde euch helfen. Dank. Folgt mir. Jo, die eigene Frau töten, das ist schon ein Ding. Das macht man nicht mehr so einfach. Meine Freunde, es tut mir leid. Sie lassen ihn. Helft uns. Ihr kommt nicht hier durch, ihr kommt nicht hier durch. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Hedrick, hilf mir! Da buggt irgendwas rum, würde ich sagen. Ich hätte schon mal so bei mir gebuggt. Kann ich nur dastehen und nichts machen. Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Ich brauche eure Hilfe, Hedrick. Ich bin auf der Suche nach Leoriks Krone. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagers finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Jede Menge Untote, die alle Leute angreifen. Da wird bestimmt einer von. Da wird bestimmt der Ding noch leben. Klar, natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Oh. Zack, zack. Zack. Sag ich, wenn ich sterben hier. Plus Geschicklichkeit, sehr gut. Finde den Friedhof der Verlassenen. Okay. Ich wusste gar nicht, was Friedhof der Verlassenen heißt. Ah, die haben so viel Leben. Hilfe.
Oh Gott, das dauert ewig. Wie soll ich die Tulsen da hinten treffen? Oh Gott, ich komme immer noch mehr hier. Oh, so viel so soll ich der Boden. Ich brauche mehr Zeit. So viel was euch da Boden. Ich meine, die Tussi hier machen, dass die auch immer drauf geht. Oder erstmal die Ads töten. Um dann die Tussi zu töten. Bleib doch hier. Oh, jetzt ist sie schnell oder was? Warum rennen die so schnell? Die hat doch bloß verseucht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, wenn die bloß verseucht hat, dass sie so schnell wegrennen kann. Endlich. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen länger brauche an irgendwelchen Elite-Mobs. Das ist, naja, ich vermute, dass es vielleicht doch ein bisschen hochgekommen, weil ich bin ja bloß Profi. Es ist einfach, wenn die so wegrennen und so, so geil. Leider nicht so geil. Wenn die ersten legendären Sachen droppen, dann wird es besser. Oh, da kommt das nächste wieder mit 1000 Leben wieder. Die können mich halt anspringen. Toll. Slowed, nö. Ich muss hier echt viel kiten, das nervt mich. Einer lebt noch von dem Pack. Stopp. Endlich. 27% Schaden. Sicher? Ah, ich bin, oh, bin bei 17, jetzt bin ich bei 22. Das sollte mir helfen.
Auch wenn ich das nicht mehr ganz so schnell angreifen kann. Soll mir das nicht damit helfen, da der Schaden wieder höher ist. Schön alles in der Reihe aufstellen. Wegmachen. So, ist auch noch tot. Noch nicht bereit. Stirbt, ihr fetten Morddinger da, die groteske. Level up! Ich hab schon zweite aktive Fertigkeit. Das hilft mir auf jeden Fall auch weiter. Hier hab ich die erste. Können bis zu 25 Meter weit springen. Mir kurz erstmal hier drum kümmern. Das sind Seelenernte. Ein Seed bis zu 5 gegen Umkreis von 6 Meter. Ihr Lebenskraft wird eine Intelligenz für jeden Betroffenen gegen die Effekte 30 Sekunden an. Geil. Okay. Mal probieren. Okay, das pusht mein Damage ein bisschen hoch. Ich will hier rein. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Massaker. Kaputt machen. Zwei Prozent Intelligenz, ich betraue mich, also 10% Intelligenz habe ich bei 5 für Bonus. Das ist jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig viel. Einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Eine ausgewachsene Fledermaus. Durch dunkelste Magie verwandelt. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. Jawohl, mehr Drops. Drop it like it's hot, drop it like it's hot.
Das war Nummer 1. Nummer 2 und 3. Düpp, düdüpp, 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 düdüpp. Mehr Schaden, ich brauche mehr Schaden, damit es mir irgendwie schneller vorangeht. Nur 5 darf ich gar nicht kriegen. Es erscheint ein Bonus-Cap drauf, so 10% Bonus gibt's nicht. Hätten sie auch in die Beschreibung reinschreiben können, also ehrlich. Weiter geht's. Übrigens würden Profi einfach nur, dass die Monster ein paar mehr Lebenspunkte haben und ich dafür 75% mehr Gold kriege. Von daher finde ich das schon relativ sinnvoll. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden sehen kann. Aber ist eh keiner online. Ich habe nur einen Freund und der ist nicht da, nicht in Diablo online zumindest. So. Die Zombie bleibt mir im Prinzip stehen. Ruhe. Oh. Oh, was ist hier denn los? Schade. What the heck? Da muss ich mal kurz im Inventar durchgucken. Nee, kann ich ja sowieso nicht, aber das kann ich. Bam! Das bringt's mir aber nie. 31 Damage. Ich hör grad auf, ich habe ja schon eine Maske. Ah, die hat er direkt angezogen. Ah, das ist klar. Ah, Quatsch. Oh, ein Blocker. Na geil. XP hier. Der hat als Ads nur solche Korpse so rumliegende, rumschlurfende. Und tot. Ja, bin ich auch hier durch. In der Höhle. Eine prächtige Truhe gefunden. Und eine bessere Waffe. Von daher hat es sich ja gelohnt. Hier liegt ein blauer Bogen rum. So, jetzt sagen wir zum Hack and Slay mit der neuen Waffe. Noch nicht bereit. So.
wollt ihr denn hier von mir? Gut. Hör mal auf, mich rumzustoßen, du blödes Vieh, ey, ehrlich. Ja, finde es definitiv das Cap. Höher geht's nicht. Sterbt alle! Level 10 ist in Greifweite. Da gibt es nämlich das erste Achievement, weil wie gesagt, ich habe noch nie irgendwie was von Hardcore gespielt. Ich glaube, Level 10 war das erste Hardcore-Achievement. Na, es geht sogar auf. Jawoll. Friedhof der Verlassenen. Ich kann mich mal kurz in die Stadt zurückporten. Um mal meinen Kram wieder zu verkaufen. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Ja, ich würde es gerne erweitern. Dankeschön. Ich habe noch gar nichts. Kann ich hier irgendwas? Ich möchte mehr über euren Großvater wissen. Er diente König Leoric? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Caldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte, Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang, aber so ist es eben. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Man muss stark sein, um sich gegen die Dunkelheit aufzulehnen. Ich bin dankbar für das Opfer eures Großvaters. Ja, das war ein großer Mann, wie es scheint. So muss ich rausfinden. In welchem Grab? Wo ist denn das Grab, wo er drin liegt? Nach Leorics Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Ja, ja, die Totengräber um Tristram. Die meistbeschäftigsten Menschen, glaube ich, in dem ganzen Dorf. Die Runen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen. Immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht im Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen.
denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann und dass sie gebracht wurden. Ah, nicht ganz richtig, aber sie können es ja mal versuchen. Oh nee, Teleporter. Ekelhaft. Sollte ich mir selbst da reinstellen in meinen Slow hier. Let go. Stirb, Kobold. Und gib mir deine leckeren Sachen, damit ich stärker werden kann. Ah, wir sehen doch schon ganz nice aus inzwischen. Huch. Ja, ich hätte ein bisschen warten sollen mit meinem. Ich saug euch die Intelligenz ab. Blädam, Ausgeburt der Hölle. Wieso heißt der denn Blädam? Gar kein Bläder. Ich dachte, Bläder wären immer die grotesken, diese fetten Viecher da, wenn die als Bedite auftreten. Aber anscheinend ist das nicht gekoppelt. Ich wollte vielleicht doch treffen, ich trotte. Ach, das Event. Überlebe. Ich löse sie gerne aus. Da gibt es ein paar Gegner hier. Gib mir Loot. 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 Ach, Drecksloot. Suche den Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen.
Bam 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 bam. So. Och. Stirbt. Au. Nicht ich hier. Ja. Ich glaube, bin ich falsch. Genau. Ich werde in einer anderen Krypta suchen. Wenn ich den Endstein finde, ist die Krone nicht in dieser Krypta. Gucken wir mal in die Krypta. Krypta, Krypta. Oh. Also ich mach die Quest jetzt noch zu Ende. Würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich hoffe. Wow. Wow, 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 wow. Wow, sind gemeint. Nein! Nicht wo ich gerade durchlaufen wollte. Oh, ehrlich, diese Wände. Nein! Überall Wände. Lass mich doch auch nur blöden Wänden. Ja, na klar. Vor allem alle gleichzeitig. Ich komme vor allem auch nicht mit meinem normalen Attacken hier ran, wenn die blöden Wände machen. Da ist Nummer 1 tot. Nummer 2 ist tot. Auf jeden Fall immer weniger Wände. 3 ist tot. Und Nummer 4 geht es auch drauf. So, die Wände sind weg. Meine Fresse. Aber ich glaube, ich nehme das hier raus und nehme dafür lieber die Fledermaus rein. Vielleicht, ich überlege gerade. Ich glaube, ich werde jetzt dann doch mal hier die Folge beenden. Und ich nehme für euch direkt noch eine weitere Folge auf. Wo wir dann sozusagen direkt hier weitermachen. Ach, ich darf auch nicht zurückporten. Ach, Mann. Ja, also dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, falls euch die Geschichte interessiert oder wie ich hier rumlevel auf Hardcore, irgend sowas, dann bleibt bitte weiterhin dran. Oder verfolgt mich weiter. Abonniert mich, liked mich. Wenn es eine schöne Folge war, wäre es schön, wenn ihr mal liked. Wobei ich vermute, dass ich keinen so tollen Content mache. Naja. Auf jeden Fall danke, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und bis bald.